Ja, ich habe Jan sehr, sehr gemocht. Das muss ich, und wir haben auch gut miteinander gearbeitet. Natürlich hat er auch seine Macken gehabt und seine Zicken gehabt, aber gut, das hat jeder. Klar war natürlich, dass Jan schon in vielen Dingen extrem war. Also Jan hat, wenn er nicht trainiert hat, hat er eben extrem nicht trainiert. Und wenn er trainiert hat, hat er extrem trainiert. Von dem, was mich ein bisschen gewundert hat, war diese Aggressivität, die dann offenbar dazu kam. So habe ich ihn nie kennengelernt. Und also wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, nee, dazu ist er eigentlich gar nicht fähig. War er dann offenbar doch, aber... Wie bewerten Sie aus heutiger Sicht so die Situation vom Fahrer, also von Jan Ullrich, wenn man sich so die, ja, so die letzten Eskapaden so anschaut? Ja, das muss man trennen. Also den Jan Ullrich, den ich kennengelernt habe, das sage ich auch nach wie vor und immer wieder, war ein hochanständiger, bodenständiger Junge, der ein unfassbares Talent hatte und aber auch ein unfassbares Talent darin hatte, dieses Talent nicht auszunutzen. Also es gab überhaupt keine, als ich ihn zum ersten Mal kennengelernt habe, überhaupt keine Allüren, gar nichts. Hallo, ich bin der Jan, und war wirklich sehr, sehr angenehm. Diese ganzen, es ist sehr, sehr oft, das habe ich in meiner späteren Laufbahn oft erlebt, die bekannten Leute, die Stars, sage ich jetzt mal, die sind total unkompliziert. Das große Problem an diesen Stars sind immer die Menschen drumherum. Immer. Die sich viel, viel wichtiger nehmen, als der Star selbst sich selbst nimmt. Die Dinge verlangen, von denen dann, wenn sie mal näher an den Protagonisten rankommen, dann, dass der, weiß ich gar nichts davon. Nee, das hätten wir auch anders machen können. Also total normal, und das Umfeld pumpt denn dann zur Überlebensgröße auf, und das kriegen die meistens gar nicht mit. Und deswegen war es etwas, ich habe Jan sehr, sehr gemocht. Das muss ich, und wir haben auch gut miteinander gearbeitet. Natürlich hat er auch seine Macken gehabt und seine Zicken gehabt, aber gut, das hat jeder, ja. Und vor allen Dingen auf dem Niveau, auf dem er gefahren ist, auf diese Leistung, die er gebracht hat, auch das muss man sagen, es war ja nicht so, dass der in Ackergaul war, dann dem man irgendwie ein bisschen am Blut rumgedoktert hat und plötzlich die Tour de France gewonnen. So war es ja auch nicht. Also er hatte ja schon ein unglaubliches Talent, und wie gesagt, hat es meiner Meinung nach einfach verschleudert, und das sage ich auch nach wie vor, die Schuld gebe ich nicht ihm, sondern seinem Umfeld. Also wenn er in bessere Hände gekommen wäre, dann glaube ich, hätte das auch ganz anders laufen können. Nichtsdestotrotz, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Klar war natürlich, dass Jan schon in vielen Dingen extrem war. Also Jan hat, wenn er nicht trainiert hat, hat er eben extrem nicht trainiert. Und wenn er trainiert hat, hat er extrem trainiert, von dem er eben, und die Ärzte gesagt haben, du bist jetzt momentan gerade nicht so in Topform und in Topgewicht, also mach erstmal ein bisschen langsamer. Das war bei ihm dann nicht so. So, jetzt ist Zeit zu trainieren, und jetzt trainiere ich. Und also er hat alles, was er gemacht hat, so ein bisschen im Übermaß gemacht. Und insofern hat es mich jetzt nicht gewundert, als ich gehört habe, dass er ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hat oder was auch immer er da zu sich genommen hat. Was mich ein bisschen gewundert hat, war diese Aggressivität, die dann offenbar dazu kam. So habe ich ihn nie kennengelernt, und also wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, nee, dazu ist er eigentlich gar nicht fähig. War er dann offenbar doch, aber da glaube ich schon eher, dass das dann schon die Mittel und Mittelchen waren, die er dazu sich genommen hat, die ihn dazu dann geführt haben. Weil also in der Zeit, in der ich mit ihm zusammen gearbeitet habe, war überhaupt keine Aggressivität da von ihm. Im Gegenteil, also ein ganz angenehmer Mensch. Wir könnten sicherlich noch viel länger über das Thema Doping sprechen. Das machen wir jetzt an der Stelle aus Zeitgründen besser nicht. Habt ihr auch so ein wichtiges Thema, ohne Frage.
Hajo Seppelt war schon zu Gast im Podcast und hatte auch so seine Sicht der Dinge geschildert. Mit ihm habe ich auch sehr viele Stunden verbracht. Das glaube ich. Und er ist halt auch mittlerweile, er schildert da seinen Erkenntnisweg, dass er auch sagt, also, dass die Dopen immer auch Opfer sind vom System. Und er führt das ein bisschen aus. Ich finde, ich gebe Ihnen recht, wir müssen das jetzt nicht hier zur Doping-Sendung machen oder zur Doping-Podcast, da können wir uns gerne nochmal treffen. Aber gerade an der Person Hajo Seppelt wird, glaube ich, auch ein bisschen deutlich, wie sich das in den Jahren verändert hat. Also in der Zeit, an der ich, und das sage ich auch, das habe ich auch schon gesagt und auch im Buch geschrieben, in der diese Hochphase um Jan Ullrich, da gab es nicht wenige Journalisten und von renommierten Zeitungen, die händeringend uns gebeten haben, das fallen zu lassen. Also warum? Also die quasi zu mir gesagt haben, du gehst da viel zu offen mit um, was soll denn das? Der Hintergrund war natürlich Tour de France, Jan Ullrich. Das war ihr Einkommen, das war ihr Elixier. Auch darüber haben sie sich definiert. Einmal im Jahr 4 Wochen durch Frankreich fahren und tolle Erfolge und deutscher Radsport. Also es war nicht so, dass alle Journalisten irgendwie da gesagt haben, das finden wir aber toll, dass ihr da so irgendwie den suspendiert habt und so. Das fanden die gar nicht toll. Und Hajo Seppelt war jemand, der auch innerhalb dieser Journalistenriege nicht sehr wohl gelitten war erst dann eigentlich, als er diese Enthüllungsfilme dann gedreht hat, auch in Russland, wo ich auch sagen muss, boah, das würde ich mich nie im Leben trauen, wo der da mit versteckter Kamera durchgelaufen ist, da muss man auch dazu geboren sein, um sowas zu können und sowas zu machen, da hat er an Akzeptanz gewonnen, aber vorher wurde der auch intern schon sehr kritisch beäugt. Ein geborener Andersmacher, deswegen auch im Podcast. Absolut. Sie sind anschließend, wir springen ein wenig durch Ihre Biografie, Sie merken das, Sie sind anschließend.